Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Undermind. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Tja, im letzten Part hätten wir den Boss fast besiegt. Ich habe mich da ein bisschen oft treffen lassen an einer Stelle. Und ja, wir versuchen es einfach heute nochmal. Mal sehen, ob wir bis dahin kommen. Dass wir den Boss fertig machen. Okay. Eine Bombe ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich hätte vielleicht auch eine Bombe nutzen sollen bei mir ein bisschen öfter. Ah. Der hässliche Schleimi hat mich da getroffen. Aber wir sind wieder voll geheilt. Okay. Und hier gibt es sogar gleich noch ein Relikt. Lässt die geworfene Hacke abprallen. Nehmen wir mit. Aber das könnte auch ein Fluch sein, weil es rot war, glaube ich. Bin mir aber jetzt nicht ganz so sicher. Ach, da war noch so eine hässliche Ratte. Die hat mir ein bisschen Energie gekostet. Sehr schön. Moment, jetzt werden wir erstmal das Gold hier alles holen. So, sammle das mal ein. Sehr schön. So, jetzt holen wir uns hier noch den Blitz. Der hält ja auch eine Weile. So, hier ist gar nichts. Hier geht's schon nach unten. Hier ist noch ein Einzelraum. So, da gibt's einen Schlüssel drin. Aber dann brauche ich ja erstmal einen Schlüssel, um da reinzukommen. Und eine Bombe auch noch. Die ich leider nicht habe. Im Moment, hier ist noch Gold. So, sammle du mal das Gold ein. Sehr schön. Da, wenn mein Vogel Gold einsammelt, glaube ich, wird er auch immer ein bisschen stärker oder sowas. Okay. So ein Goldvieh habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Hat man sowas schon mal? Ist auf jeden Fall nice. Die Ratten haben wir Platz. Hier brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Wir haben aber eine Bombe. Wir können uns nur eine neue Bombe holen. Okay, das brauche ich aber nicht. Ich brauche eigentlich einen Schlüssel. Oh, komm mal her zu mir. Okay, dich habe ich mit Bombenblatt gemacht. Sehr schön. Ich habe ja noch zwei. Hui. Noch so ein Vieh. So, du kannst ja hier dagegen rennen. Hehe. Oh Gott. Das hast du mich aber weggeschlagen noch. Uhuhu, da habe ich einen ganz schönen Schlag abbekommen von dir. Okay, Einzelraum hier drüben. Zuerst mal müssen wir den wegmachen. Uah. So. Meine Güte. Ich brauche unbedingt einen Laden, wo ich mir ein bisschen Essen kaufen kann. Eieieiei. Bin ja gerade meiner Goldmine 2. Oh, da war noch Gold, habe ich gerade gesehen. Das nehmen wir alles mit. Schlüssel habe ich noch zwei, die nehme ich jetzt nicht mit. So, das Gold und dann können wir nach unten gehen. Jetzt auch nochmal essen, sehr schön. Ich muss auf jeden Fall mit voller Energie zum Boss gehen, sonst habe ich keine Chance. Vielleicht erhört mich ja das Spiel.
So ein Sack, der hat mir mein Gold geklaut, ey. So, erstmal diese Klubschis hier wegmachen. Sehr gut. So. Nach rechts. Hier bräuchte man einen Schlüssel. Hab ja einen Schlüssel. Kann man das auf jeden Fall aufmachen. Dann gibt es da eine Bombe drin. Gold und Tränke. Stellt Gesundheit wieder her. Das ist gut. Den nehme ich gleich. Ah, dann brauche ich das Essen natürlich hier drinnen nicht. Okay. So, hier können wir jetzt ein bisschen spielen, oder? Hm, hoho, mein Mädchen, ist wieder da. Willkommen im Black Rabbit Spielhaus. Was sagst du? Du willst 800 zahlen und dann 3 Truhen öffnen? Psst, das ist echt ein ganzes Angebot. 800? Aha. Ist ja nicht, was ich kriege. Ach komm, wir probieren es mal. Und die vertauschen sich da sowieso die Truhen, oder? Ich habe jetzt überhaupt nicht drauf aufgepasst, was wie wo drinne ist. Na dann, hau mal rein. Okay, das ist meins gewesen. Oh, was haben wir hier Schönes? Das nehme ich auf jeden Fall mit. Wurfsterne hergestellt in der Mine. Oh, noch mehr Gold. Ich habe, glaube ich, ganz gut. Hm, ich sehe dir an, das Spiel hat deine Wartung erfüllt und übertroffen. Stimmt's? Ich bin echt gut darin, coole Spiele zu erfinden. Wir sehen uns. Alles klar. Sehr gut. Ich hätte sogar da noch ein bisschen Fleisch, wenn ich ein bisschen Lebensenergie verliere. Ah. Ja. Okay. Das werde ich mir auch gleich definitiv holen. Das werde ich mir holen, wenn das eh mal hier rumliegt. Ich habe so viel jetzt verloren durch dieses olle Fass, was daneben mir explodiert ist. Okay, und dort unten ist sogar noch ein Laden. Da kann ich mir sogar noch ein bisschen Essen holen. Was ich auch machen werde. Hier ist eh nichts drin. So, sind wir ja schon fast wieder voll. Da war, glaube ich, auch noch ein Trank, der Gesundheit herstellt. Vielleicht hätte ich den auch mitnehmen sollen. Mist. So, Schlüssel hier unten. Erhöht temporär die maximale Gesundheit nach dem Essen. Okay. Das nehmen wir mit. Das ist sehr gut. Das ist mein Gold hier, du blödes Vieh. Meine Güte. Okay. Ja, noch mehr Bomben versteckt, die hier in der Luft fliegen. Ah, da war noch einer. Okay. Heieiei. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Auf welcher Etage? Oh, wir kommen sogar schon zum Boss jetzt, ne? Wir sind auf der letzten. Wir sind auf der 4. Etage. Okay, nichts gefunden. Schade. Goldmine 4. Ich kann ja nicht springen. Ich kann ja nicht springen, Mist. Okay, du hast was gedroppt. Es bringt mir nichts. Ich brauche immer noch Essen, damit meine Gesundheit... Eine Truhe.
Sehr schön. Oh, hat es gerade gehangen. Aber das Gold gehört uns. Das kriegt ihr nicht. Ach, wenn ich vielleicht 5000 Gold oder so hätte, wäre das vielleicht alles... Oh, der hat mir einen Geheimgang geöffnet. Das ist natürlich... Okay, sehr schön. Wie Mr. Laden, mit einem Schlüssel könnte ich da auf jeden Fall rein. So, Feuer und Blitzschaden. Könnte mir sogar ein bisschen hilfreich sein. Das nehme ich mit, steigert Erfahrungsmäßig Vertrauen. Ich nehme mal das noch mit. Oh. Okay, ich kriege auf jeden Fall immer mehr Gesundheit. Ich habe ja dieses komische Relikt da, ne? Und wenn ich esse, steigert das ja meine... Okay, okay, okay. Sehr schön. Hier drüben ist auch noch was. Ich habe auch keinen Schlüssel mehr, deswegen kann ich da nicht reingehen. So. Das gehört alles mir, braucht ihr gar nicht versuchen. Okay, alles weg, sehr gut. Da unten ist schon der Boss. Meine Dinger sind sowieso weg. Also ich habe 300 Lebenspunkte. Okay. Ich muss zum Boss. Mal sehen, wie wir uns diesmal anstellen. Vielleicht läuft es ja ein bisschen besser. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Ja, ich weiß, du bist hässlich. Du bist sowas von hässlich. Wer war denn das eigentlich? War das hier Saad oder so? Oder Sid? Zelt. Okay. Angeschleimt. Okay. Okay. Die Dinger müssen wir wegmachen. Nein, nein. Lass mich hier raus. Ach, Mist. Okay, okay, okay. Okay, weg damit. Läuft doch eigentlich ganz gut jetzt, ne? Ach Mist, hat noch nicht gereicht, okay. So, weg mit dir. Oh, Gott sei Dank. Wir haben ihn. Haha. Sehr schön. Und wir bekommen eine Truhe. Okay. Mehr nicht. Nur Gold. Ich habe sogar noch Lebensenergie. Sehr geil. Gut. Da haben wir den ja besiegt und können jetzt hier ins Verlies gehen, oder? Ja. Ich glaube, das war trotzdem schon... Oder war das offen schon? Ich weiß nicht. Naja, dann gucken wir mal, was uns hier drin erwartet. Wir haben noch 191 Lebenspunkte
Und lief ja bis jetzt eigentlich ganz gut. Delvemore Verlies. Wir haben keinen Schlüssel, das heißt, wir können da nicht reingehen, können aber hier schon zum Laden gehen. Und könnten uns auf jeden Fall einen Schlüssel holen. Was ist das hier? Spart ihr etwas Essen für später auf? Ah, das ist mir zu teuer. Okay, dort oben wäre auch schon der Boss. Wir gucken aber mal hier rein. Enthüllt kurzzeitig geheime Räume, die geheime Räume haben. Aha. Okay, enthüllt kurzzeitig geheime Räume, die geheime Räume haben. Und da komme ich noch nicht rein. Ich muss zum Boss. Das heißt, ich muss mir auf jeden Fall die Schlüssel hier kaufen, sonst komme ich hier oben ja nicht weiter. Okay. Habe ich eigentlich noch Bomben? Ah! Ach du Scheiße. Ah ja, heilt euch so. Okay, zwei haben wir. Okay, einer nur noch. Okay, gut. Hui. Haben wir jetzt gegen zwei Bosse gekämpft. Meine Güte, und ich habe sogar noch Energie. Und bekomme ein Artefakt. Generalschlüssel. Der Schlüssel flüstert, es gibt keinen Raum für falsche Götter. Aha. Alles klar. Okay. Ich habe vier Bomben. Das nehme ich nicht mit. Ach, da unten geht es ja weiter. Okay, dort oben komme ich ja noch nicht rein. Ach, Mist. Okay. Aber mit 37 Lebenspunkten sieht das, glaube ich, hier sehr schlecht aus. Aber da sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Okay, okay, okay. Gold, Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Und ein Schlüssel. Den nehmen wir mit. Okay, da drüben ist auch noch. Ach, Mist. Ich habe nicht gesehen, dass der sich gerade auflädt. Okay. Wir haben aber immer noch ein bisschen Gold. Das war aber ein guter Run. Wir haben den zweiten Boss getötet. Und haben 2400 Gold. Wir könnten uns auf jeden Fall unsere Kristallhacke leisten. Und Gegengewicht verbessert, steigt Vorfreude. Ah, ich bräuchte eigentlich den Beutel, ne? Hier kann ich doch, glaube ich, auch Sachen herstellen. Bischofsbombe, Glücksamulett. Eine Chance, im Tod ein Schnippchen zu schlagen. Oh, das könnte man herstellen. Das nehme ich mit. Ich denke mal, das haben wir dann im nächsten Part auch noch. Jetzt gehen wir erstmal zu dem alten Herrn. Vielleicht hat er ja irgendwas zu sagen hier. Zelt ist besiegt? Ich verstehe. Sie war also der Auslöser der Erdbeben. Etwas hat sie aus ihrem Schlaf geweckt. Bauer, hast du etwas Ungewöhnliches in ihren Eingeweiden entdeckt? Zeig es mir. Ja. Das ist ja ein Fragment von Oduins irgendwas. Okay. Und was nützt mir das? Nix. Sammle Gegenstände aus Entfernungen auf. Kann ich das immer benutzen oder habe ich das nur einmal? Okay, das kann ich wahrscheinlich immer benutzen. Sehr gut. Jetzt müsste sich hier oben ja auch was geändert haben. Nee, nicht wirklich.
Ich habe gedacht, wir haben zwei so eine Münzen jetzt. Dabei ist das nur eine. Hier kann ich auch noch nichts machen mit dem Portal oder was das ist. Na gut, dann würde ich sagen, mit Lali spielen wir im nächsten Part weiter. Ich hoffe doch mal, das bleibt alles so gespeichert. Kann ich mit dir noch sprechen? Menschendiener, wenn du Alchemiezutaten brauchst, findest du sie hier. Ja. Brauche ich aber nicht hier. Kann ich bei dir irgendwas machen? Haha, ich habe Gerücht gehört, dass Held besiegt wurde und dass du dafür verantwortlich bist. Ich glaube es nicht. Die Alten sind zu gewaltigen Bestien, also dass jemand von so niedrigem Stand sie bezwingen könnte. Wenn es jedoch wahr wäre... Okay, was kann ich denn hier brauen? Tinktur des Lehrlings. Stellt eine zufällige Menge Gesundheit wieder her. Ablegerlarven. Stellt eine zufällige Menge Gesundheit. Da brauche ich 12 so eine lilafarbene Knubbel, die ich nicht habe. Okay, gut, dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Undermined. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.